Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2, Episode 2. Und wir müssen Daniel finden, der sich versteckt hat. Und der befindet sich höchstwahrscheinlich oben, aber ich schaue mich gerne nochmal hier ein bisschen um. I haven't seen any actual fish in there since we got here. Aber vielleicht hier eventuell irgendwas verpasst haben könnten, aber ich glaube eher nicht. Sonst haben wir ja eigentlich alles gesehen. I get that he's sick of all this shit, but why are we playing this game? Durchsuchen. Hier hat er sich schon mal nicht versteckt. Dann gehen wir doch mal nach oben. We stopped our training session since we got here, so it sucks. So, vielleicht hinter der Tür. Oh. Holzblöcke, Ohrenschützer, Würfel. Schlafanzugtasche. Können wir alles nur ansehen. Oder ist er vielleicht in einem verschlossenen Zimmer? Bilderrahmen, das haben wir noch nicht angesehen. Don't know why crooked frames stress me out like this. Durchvorhang. I know you're in there. Gotcha. What the? Behind you. Yeah. Very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Yeah, sure. It sucks. I know. Thanks. Das Glas, Zahnpasta, Handtücher. I'm not? Yeah. Let me just throw our clothes in the machine and we're good. Wir müssen ja nicht jeden Spaß hier verderben, ne? Muss ich damit eigentlich hin? All right. Time to take care of that laundry. Thanks, Claire. Ein Schatten. Notiz. As always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy. Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäschst, folge bitte diesen einfachen Regeln. Weiß- und Buntwäsche nicht mischen. Niemals. Benutze einen Becher Waschmittel. Rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. In Liebe, deine Frau. Okay, und waschen. How many programs does this thing have? Okay, it will do. Na, wenn du meinst... Boring laundry. So, was? Done. Time for fresh air.
Jetzt einfach frische Luft. Nice so. Haben wir vielleicht wieder irgendwas Neues? Dich draußen im Schuppen umsehen. Was sonst? Nichts außer halt eben mal Archivbund. Wollte eigentlich mein Tagebuch öffnen. Hallo. Oh, Sketch ist so schön, so Hintertür öffnen. Mal ansehen. Alright. Time to see the sun again. Daniel, you ready? We can go out now. Yes. Wait for me. Time for a little fresh air. Ding, 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 ding. Oh, man, finally. Feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Ow, ow. Shh. What did Claire say? Oops. You're right. Sorry. Ich schau mich nur ein bisschen um. Gesagt, ich weiß, wem das Baumhaus gehört, aber das Spiel haben wir noch nicht gespielt. Werden wir machen. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, aber mach mal nach Kapitel 2. So that's the treehouse Steven helped out with. Pretty awesome. Und diese Person lernen wir, glaube ich, auch noch in dieser Episode kennen. Ich schaue mich nur ein bisschen hier um. Ich möchte ja nichts verpassen. Wahrscheinlich kann ich mir hier gar nichts ansehen. Wie langweilig. Was machst du da? This place is actually kind of nice. Wonder what it's like in the summer. So, dann schauen wir uns doch mal in den Schuppen um. Get ready for storage wars. What's wrong? Frozen shut. Of course. Sean, look! Did you see that? Was gesehen? See what? We just got here. Are you okay? Yeah. I didn't see anything either. Okay, I just fell down into the snow. Dad says I'm kind of clumsy. That t-shirt is wicked. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh, man. I have the Mega Power Bear. You should check it out. Dude, that's so cool. Chris, oh, God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Oh, yeah. They're our grandparents. I see. Oh, geez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy.
Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks, tell her everything is fine. Ja, klar. Sure. No problem. Cool. See you around, then. Thanks, guys. See you later. Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? Das hätte sich echt verletzen können, deswegen einmal nachgeben. No, you did the right thing. But listen, we can't let anybody know. We have to keep a low profile out here. He's like my age. I bet you would have done the same exact thing. Don't be mad. I'm not mad, dude. It's over. Daniel, remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time, okay? Ja, die Speicherbalken doch ein bisschen länger, ne? Okay, Zwischenspeicher. Beaver Creek, Oregon. Der nächste Morgen. Ich bin bei den Nachbarn. Oh, fuck. That kitten never listens. Daniel didn't give a shit about what I told him yesterday. Ist so wirklich schon. Manchmal musst du aber auch nicht so ernst sein, ne? Ich möchte doch auch noch Spaß haben. Was zum Teufel, Daniel? Die erste verfluchte Regel. Wovor lief das Kind weg? Und hat seinem Vater etwas gesehen? I should get dressed to go look for Daniel. Dann zieh dich mal an. Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. Definitiv. Sonst gibt es hier nichts Neues zum Ansehen. Claire? Steven? Anybody home? Scheinbar nicht. Well, looks like I'm home alone. Da ist auch eine Notiz. Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morgen, ihr Schlafmützen. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald, liebe Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs.
PPS, danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Maybe I could use Steven's laptop. It's been ages since I've had news from the real world. Jeez. Steven went search crazy on us. Look, these articles are almost a month old. Maybe the... What the hell is this? Had no idea Steven could fall for this bullshit conspiracy theories. Hey, verfolgt jemand die Schießerei in Seattle? Es gibt eine Menge Dinge, die niemand erklären kann. Wie starb der Polizist wirklich? Woher kam die mysteriöse Explosion? Wie sind die flüchtigen Brüder entkommen? Warum verhält sich die Polizei so geheimnistuerisch mit den Details? Diskutiert. Wenn ihr exklusive Infos habt, postet sie bitte hier. Skido 68. Ich habe den totalen Überblick. Geht zu fakeexplosion.url für die gesamte Geschichte zu dieser Vertuschung. Das neue Kraftwerk, das sie in der Stadt bauen wollen, ist eindeutig ein Teil davon. Sieht aus, als würden sie es den armen Kindern anhängen. J.H.P. Imp. Ich habe das Überwachungsvideo gesehen und das war nie im Leben eine natürliche Explosion. Was passiert da in Seattle? Vielleicht Vorbereitung für eine Operation unter falscher Flagge? Ich habe gelesen, dass ein Motelbesitzer die Kinder gesehen hat und sie eine Toilette in die Luft gejagt haben. Habt ihr die Nachrichten über die Brüder an der Tankstelle gesehen? Klingt verdächtig. Nicht alles ist eine Verschwörung, ihr amerikanischen Wichser. Die Eltern meiner Freundin arbeiten für die Polizei in Seattle und sie sagen, dass eine riesige geheime Jagd auf die Brüder veranstaltet wird. Ich habe gehört, sie wurden für Experimente benutzt, aber sind jetzt auf der Flucht, weil die Experimente gelungen sind und sie gefährlich gemacht haben. Ich weiß, dass überall Experimente stattfinden, weil ich selbst das Ergebnis eines Experiments bin. Brody's Blog besuchen. Well, Brody, if we ever make it home, wherever that is. Am Abgrund von Brody Holloway, 7. November 2016, Salt Lake, Utah. Dieser Bericht von der Straße ist ein Tribut an ein paar neue junge Freunde, die ich auf ein Abenteuer neulich gewonnen habe, das ich noch niederschreiben muss und verarbeiten muss. Ich hatte die Details vage, um die Unschuldigen zu beschützen und ihr könnt mir glauben, sie sind nicht schuldig. Doch lasst mich abweichen. Das Beste am Dasein eines professionellen Reisenden, so heißen ich verdiene manchmal Beziehengeld mit den Artikeln, sind die Leute, die man auf der sprichwörtlichen Straße trifft. Das Schlimmste am Dasein eines professionellen Reisenden sind natürlich die Leute, die man auf der tatsächlich... Sorry. Ich hatte aus vielerlei Gründen Glück, trotz der Momente, in denen ich mir fast in die Hose gemacht hatte, von der Patrouille, die mir nachts folgte, bis zu dem komischen Wichser aus Ivoa, der nicht aus dem Auto aussteigen wollte. Dieses Grauen könnt ihr hier auch nachlesen. Letztendlich betrachte ich Fremde als potenzielle Freunde, wenn nicht sogar Verbündete. Ich bin so naiv und dumm, dass das Universum Mitleid mit mir hat und mich damit durchkommen lässt, wenn ich Leuten eher aus Instinkt als Objektivität helfe. Der erste Gedanke ist der beste Gedanke. Ich höre immer nach meinem Ex-Bruder. Seine Entscheidung, der mir vor Jahren sagte, du liest all diesen Kerouac-Mist über das Leben auf der Straße und kannst nicht mal einen Reifen wechseln, du Arschloch. Er hatte recht, also lerne ich, wie man einen Reifen wechselt. Ich bin nicht gut darin, aber also habe ich auch eine Abstöpfversicherung. Inne des Dilemmas. Allerdings kann ich nicht immer meine Version des Pannendienstes anbieten, darunter auch meinen jungen Kompanieros, die sie am meisten brauchten. Ich wünschte, ich hätte mehr für sie tun können. Sie vielleicht sogar begleiten können. Denn ihre Reise ist wichtiger als meine. Anstatt weiter einen Stein den Hügel hochzurollen, hätte ich ihnen helfen können, Berge zu bewegen. Falls wir uns wiedersehen sollten, werde ich sie um Vergebung bitten, dass ich nicht mitkommen und auf jeden erdenkliche Art helfen konnte. Andererseits bin ich ein tollpatschiger Dussel und hätte alles vermassen können, im Versuch, den Ritter zu spielen. Ach, die Paralyse der Analyse. Mein Verdacht ist, dass sie mich schlussendlich nicht wirklich brauchten, sondern nur einander. Ich webe also weiterhin diesen Wandteppich der Autobahn und des Straßenrandes immer bereit, ohne Gegenleistung eine helfende Hand zu reichen.
Nennt es Schuld, wenn ihr wollt, aber ich bin immer noch der unbeholfene, aufrichtige Junge, der zu allen aufsieht, die die Welt verändern wollen, die für andere Berge versetzen wollen. Ich wollte immer eins als autogebundene Louis Lane sein, die rasende Reporter, der sich der korrupten Matrix stellt. Selbstverständlich weiß sich der erwachsene Zyniker in mir, dass das System gezinkt ist, dass wir geachtet sind und dass Gerechtigkeit oft ein Scherz ist. Doch als ich die Gesichter meiner reisenden Freunde sah, die durch die Hölle gegangen sind und immer noch dort sind, soweit ich weiß, wie sie mich kindlicher Dankbarkeit für das Belangloseste aller Geschenke anlächelten, fühlte ich mich beschämt traurig. Es gibt Momente, in denen ich einer kleinen verlorenen Seele begegne und sie zeigt mir diese weitäugigen, dankbaren, verängstigten Blick und ihr fühlt, wie euer Herz in eine Million Stücke zerbricht. Jetzt denke ich an diese Kinder, da draußen allein in der Nacht, am Abgrund, auf das Messerschneide von Amerika und darüber hinaus, die nur die grundlegendsten Bedürfnisse des Lebens wollen, wie Essen und Eltern. Es verursacht mir gleichzeitig Tränen und Übelkeit. Dann werde ich rasend, rasend gegen das schwindende Licht und schwöre, meinen Teil zu tun. Das ist der Vorteil eines Aktivisten auf Rädern. Ich stelle mir gerne vor, dass ich mich vorwärts bewege wie ein freundlicher Hai, ansonsten es mir nicht, überleben wir nicht. Jetzt denke ich an die Vergangenheit und frage mich, ob ich jenen Not den besten Ratschlag gegeben habe. Ob ich diesen verlorenen Kindern der amerikanischen Nacht überhaupt geholfen habe, als ich sie sich selbst überließ. Dann erkenne ich, dass ich derjenige bin, der hier draußen verloren ist. Meine Freunde, die jene Berge erklimmen, wissen genau, wohin sie gehen. Und ich weiß, sie werden ihr Zuhause erreichen. Ich würde gerne einen Besuch planen. Wow. This article is much less creepy than it seemed back then. Das nackte Zeitalter. Der Himmel ist so perfekt blau, dass es fast ein Klischee ist, als ich meine müdes Benzinbiest vom sich windenden Highway 5 auf die einzige Hauptader von Rockville Springs, Wyoming, mit seiner Gesamtbevölkerung von 472 lenke. Dies ist ein gänzlich karges Land vor unserer Zeit, wie jede andere verschlafene Stadt, die aus Minenschachten entstand, die die Gemeinschaft nährten, zusammen mit den Raubbaronen, denen das Öl gehörte. Die Bürger erlebten ihren Anteil an Tragödien über die Jahrzehnte, behielten aber eine gesunde Hauptstraße mit einem florierenden Geschäften, mit einigen florierenden Geschäften und Dienstleistern bei. Doch zum Ende der Öldarben 1970 befand die einschläfrige Stadt sich in ein Koma. Nachdem die letzten Tropfen des wertvollen Blutes der Erde abgebaut waren, das Unternehmen schloss still seine Türen und überließ die Stadt und Bevölkerung sich selbst, was bedeutete, dass die meisten Leute ihre Sachen packten, ihre Geschäfte schlossen und für immer gingen. Was mich zum heutigen Tag an Rockville Springs, Wyoming, Bevölkerung 51 bringt. Geister, die zurückblicken, um das Heim zu suchen, was von der Stadt übrig war, haben viele weißen Laken abgelegt und sind jetzt komplett nackt. Über Rockville Springs lag immer eine exzentrische Lünig-Atmosphäre, wie durch seine eigene Nudistengemeinschaft demonstriert, die sich still versammelt hat, seit sie in den 1950ern das erste Öl aus der Erde schoss. Die Stadt war nicht so religiös oder konservativ wie andere in dieser repressiven Ära, also verursachte der Gedanke an Nacktvolleyball keinen Skandal. Wie könnte es das, wenn der eigene Bürgermeister der Stadt dabei gesehen wurde oder nicht beobachtet wurde, wie er sich in den Adamskostüm sonnte. Also ging es Leuten am Arsch vorbei, dass man jedermanns Arsch sehen konnte. Als der Großteil der Stadt zurückgelassen wurde, sah die Nudistengemeinschaft dies als ihre Gelegenheit, das Endziel ihres lebenlangen Traums zu verfolgen. Ein nackter, öffentlicher Bereich, frei vom moralischen Urteil. Doch zurück in der Zukunft, als 2016 sind die vergessenen und unbegleiteten Bewohner von Rockville Springs aufgrund ihres unnaturellen Lebensstils das Ziel fehlgeleiteter öffentlicher und politischer Attacken geworden. Dank selbstgefälliger Medienberichte fahren neugierige Besucher jetzt durch die dezimierte Hauptstraße und zwar nicht für den verdammt guten Kaffee und Kuchen im Raw Café, sagt ihnen, Bro, das schickt euch, sondern um zu lachen und Selfies mit den nackten Stadteinbewohnern als Kulisse aufzunehmen. Es ist widerwärtig mit anzusehen, wie ich es in meiner kurzen Durchreise tat. Und doch gibt es keinen Zweifel, dass einige Einwohner die Touristen willkommen heißen, denn sie geben Geld aus. Es gibt diesen alten Spruch, dass es keine schlechte
Publicity gibt. Ironischerweise hörte ich auf meiner Reise vom Rockville Springs und schwor, eines Tages dort anzuhalten, wenn auch nur um mein Bedürfnis zu erfüllen, einen 56-jährigen nackten Mann dabei zu beobachten, wie er das Öl in meinem Auto wechselt. Dann hatte ich eine langweilige Erleuchtung. Wie redet man mit einer nackten Person? Ich fand heraus, dass man einfach redet. Man vergisst nicht, dass sie keine Kleidung tragen. Doch letzten Endes ist es einem peinlich, dass man selbst welche trägt. Die Leute, die ich traf und mit denen ich sprach, hatten nicht mal besonders einzigartige Ansichten zur Welt oder Geopolitik. Wie der Mechaniker mir sagte, ich zahle Steuern. Erwarte nicht, dass ich mich auch noch für diese Mistkerle stimme. Ironischerweise sind einige hier eher konservativ. Sie wollen bloß ohne Kleidung keine Steuern zahlen. Andere verstecken sich vor der Menge, was den derzeitigen Medienzirkus noch beleidigender macht, da der Ton der Berichte immer ein herablassender ist. Oh, guck dir die komischen, wobbeligen Leute an, wie sie Eier kochen und joggen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich gebe zu, dass der frühere Brody auch eines dieser selbstgerechten Arschlöcher gewesen wäre. Ich bin froh, dass ich nicht mehr er bin. Okay, atme tief durch, Kollege. Ich sage nicht, dass diese milde Verdammung eine große Bedrohung der Freiheit ist. In diesem großen Land geht offensichtlich Schlimmeres vor, aber es ist immer ein enthüllender Mikrokosmos der Art, auf die wir andere in all unserer nackten Scheinheiligkeit behandeln. Ich kann mich anmelden. Holy shit. Who are these assholes? That's some fucked up hate speech. Polizistmörder. Ihr könnt weglaufen, aber euch nicht verstecken. Das passiert, wenn man Kakerlaken in die Küche lässt. Ich habe die Nachrichten gesehen und meine Gedanken sind bei euch, Jungs. Gott segne euch. Schäm dich, die sind Mörder. Nein, die sind Kinder. Ich habe eine 38-Patrone mit deinem Namen und der deines Bruders drauf. Schlaft gut, Kinder. Ich kenne die Familie des Polizisten, den ihr getötet habt. Sie sind am Boden zerstört. Gedanken und Gebete. Keine Zufluchtsstätte mehr. What the hell is wrong with Lila? Maybe I should call her while there's nobody home. Wir denken an dich in dieser schwierigen Zeit. Sei stark, Lila. Wir vermissen dich. Werde bald gesund. Ich hoffe, du bist bald zurück. Wir lieben dich, Mädel. Bisschen irre? Der Park ist Mist ohne dich. Wir bringen dir dein Board mit. Hey, falls du meine SMS nicht bekommen hast, ich habe alle Geschichtsnotizen für dich. Hoffentlich sehen wir uns bald. I should really call Lila to check on her. Sollten wir wirklich mal machen. Zumindest ein Lebenszeichen geben. Das ist das Telefon. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericksons. Just a quick call can't hurt us. I need to know if Lila's okay. Hello? Mrs. Park? Yes? Could I talk to Lila, please? Who's asking? It's Sean. Sean? Sean Diaz? Yeah. Is Lila there? Can I talk to her, please? No, you can't. Sorry. What? She's not here. She's in Bellevue. At a clinic. Wait. A clinic? Is she all right? No, she's not. She's having a severe depressive episode. We had to have her admitted last week to give her time to rest. Oh my. No. Lila. You hurt many people, Sean. No, please. Don't call here again. I will have to tell the police. Ouch. Vielleicht hätten wir sie doch anrufen sollen. Fuck, Lila. What kind of friend am I? I can't be there for her. Stop thinking about that. Time to go get Daniel.
Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Life is Strange 2. Bis dahin. Tüdelü. Oh, die arme Leila.